Thema heute ist das Kürzen von Brüchen, welches man mit drei Regeln gut verstehen kann. Betrachten wir folgende drei Aufgaben. Für Aufgabe 1 gilt Regel 1, mal und geteilt erlauben kürzen. Wir können also das x oben und unten herauskürzen und erhalten dann 6y durch 5. Für Aufgabe 2 gilt die Regel 2, Plus und Minus verbieten kürzen, und wir sehen das Plus oben im Zähler und können deswegen leider nicht kürzen. Für Aufgabe 3 brauchen wir eine Profi-Regel. Und die könnt ihr in der längeren Version des Videos GR10 zum Thema Kürzen auf meinem YouTube-Kanal matheklapper.de erfahren. Bei YouTube gibt es im Video GR14 auch den zweiten Teil zum Thema Kürzen. Auf www.matheklapper.de findest du eine Filmliste und meine Formelsammlung, den Matheklapper. Du darfst gerne liken, teilen und/oder kommentieren. Danke, ciao!